Hallo und herzlich willkommen zurück zu Last Epoch Folge 7 mit Bellatrix der Schurken. Ja, mittlerweile hat die Akolytin bei der Umfrage aufgeholt. Bellatrix, also die Schurken und die Akolytin sind jetzt gleich auf, aber die Umfrage war leider schon beendet. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte einen kleinen Versprecher. Im Video hatte ich euch in der 5. Folge gesagt, ihr habt Zeit bis zum 24. Aber im Text, also bei der Umfrage direkt, hatte ich ja geschrieben bis zum 23. Und von daher zählt die Akolytin leider nicht mehr. Das tut mir leid, das war mein Fehler. Ich hätte im Video habe ich das mit dem Datum leider verwechselt. Gut, wir machen weiter. Ich gucke jetzt erstmal nochmal kurz hier zum Rüstungshändler. Ich finde das doof, dass die hier jedes Mal mir ein Gespräch auf die Backe drückt. Ist es wahr, dass einer der Anführer der Hüter entführt wurde? Ja, aber nicht mehr lange. Und ja, ich rette ihn. Mit deiner Ausrüstung wird alles gut gehen und nun lass mal gucken, was du hast. So. Es sieht jetzt nicht so aus, als wenn sie hier noch irgendwas Interessantes Neues hätte. Ich habe auch mal überlegt, zu probieren, wie sich die Schurken mit Nahkampfwaffen spielt. Man könnte ja hier zwei Dolche ausrüsten. Oh, 4 Lebenspunkte bei Tötung. Leider gibt es hier nur ein Waffenset, wenn ich das richtig sehe. Also von daher müsste man das echt mal ausprobieren. Grundangriffsrate, Nahkampfschaden, kritische Trefferchance, Nahkampfblitzschaden und 4 Lebenspunkte bei Tötung. Ich würde das tatsächlich gerne mal versuchen. Allerdings nur mit einer Waffe macht das wenig Sinn. Ich bräuchte dann schon noch einen zweiten Dolch. Weil mit dem Schild möchte ich die jetzt nicht rumlaufen lassen. Das widerspricht ja komplett ihrer Art zu spielen. Gut, das geht natürlich nicht. Das war mir jetzt klar. Stürmischer Boinyard des Ruhms. Ja, wir gucken mal. Ja. So, was hast du denn jetzt hier? Entschuldige, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Ich habe gehört, einige unserer Soldaten wären im Hochland verschollen. Es beinhaltet meine Nichte. Sie ist keine Kämpferin wie ich. Sie möchte nur die Gärten pflegen, aber verzweifelte Zeiten. Befürchtest du, dass etwas passiert ist? Ich mache mir nur Sorgen, weißt du, im Moment ist das Hochland in den Händen der Ospreys. Sie sollten die Gegend ausspähen, aber inzwischen müssten sie schon zurück sein. Auf jeden Fall, wenn du sie findest, sag mir, wie es ihr geht, danke. Kein Problem. Jetzt haben wir eine optionale Aufgabe, denke ich mal, wo wir ins Hochland müssen, oder? So. Okay. Also die Angriffe werden dann quasi ausgetauschte Nahkampfangriffe, ne? Ins Hochland. Hier, da ist vermisst im Hochland. Okay, wir nehmen die andere Aufgabe auch noch an, weil ich denke mal, da wird uns der Weg auch in diese Richtung führen. Alles in Ordnung, wo ist Balthas? Er wurde entführt. Die Ospreys haben ihn verschleppt. Was? Wie ist das geschehen? Ein riesiger Drache ist gekommen und hat ihn gepackt. Das muss Orion sein. Wenn er Balthas gefangen hat, ist er in Gefahr. Wer ist Orion? Ein General der Ospreys. Er führt die Jagd auf uns an. Was ist mit dem Artefakt geschehen, das Balthas geschützt hat? Es wurde zusammen mit Balthas verschleppt. Das muss ihr Ziel gewesen sein. Wir müssen Balthas retten, ihn und die Epoche zurückholen. Weißt du, wohin sie ihn gebracht haben könnten? Ihr Lager ist nicht weit weg. Ich muss eine Gruppe zusammenstellen, um ihn aufzuspüren. Lass mich das übernehmen. Bist du sicher? Ich könnte Soldaten zusammenrufen und sie dich begleiten lassen. Es geht schneller, wenn ich jetzt gehe. Du läufst einer ganzen Ospreys-Armee in die Arme. Ich schaffe das. Pass auf dich auf, bleib am Leben und bringe Balthas zurück. Werde ich. Quest abgeschlossen, Passivpunkt und Erfahrung haben wir jetzt erhalten. Nahkampfwaffen beidhändig führen, indem du ein Schwert oder ein Dolch in deiner Nebenhand ausrüstest. Du erleidest mehr Schaden, während du beidhändig kämpfst. Ich erleide mehr Schaden. Aha. Also kann ich nur eine Waffe tragen, wenn ich das jetzt hier nicht aktiviere.
Das ist natürlich auch blöd, ne? Machen wir mal hier jetzt noch die Angriffsgeschwindigkeit noch einmal hoch. Das geht sowieso nur bis 8, wenn ich das richtig sehe. Gut. Jetzt kommen wir auch hier über die Brücke. Ulatri-Hochland. So, okay. Ja, wir versuchen mal. Also wenn das jetzt hier mit dem Dolch nicht klappen sollte... Oh. Uiuiui. Der Anfang ist ja schon mal nice, ne? Eieieiei. Dornbesetzte Tage des Lebens. Geschwinder Kurzbogen der Lethargie. Der sieht ja fast genauso aus wie der, den ich hier schon habe. Naja, nicht ganz. Chance auf Verlangsamung hat der hier und 16% erhöhten Schaden im Laufe der Zeit. Naja. Da vorne ist ein Schrein. Auffrischende Giftfiole der Glut. Oh, da müssen wir auch nochmal kurz gucken. 6% Chance auf Gift bei Treffer, 10% erhöhte Mana-Regeneration, 6% Feuerbeständigkeit, 6%, 9% Widerstand der Leere und 9% erhöhten Feuerschaden. Das ist nice. Glyphe der Hoffnung. Also wir finden ja hier jetzt auf einmal... So, jetzt haben wir einen zweiten durch. Jetzt will ich mal gucken, ob ich den wirklich nicht ausrüste. Sie hat einen Targ ausgerüstet hier. Ja, gut. Lassen wir das jetzt einfach mal so. Also ich kann den Dolch nicht in die Nebenhand nehmen. Jetzt habe ich nicht geschaut, was das für ein... was das für ein Schrein war. Schrein der Betäubung. Okay. Ich sehe gerade, hier hinten ist noch eine Truhe. Hinterm Felsen. Messing-Amulett des Lebens. Erhöht aber nur die Gesundheit. Stufe 9 erreicht. Sehr schön. So. Machen wir gleich die nächsten Punkte noch hier mit drauf. Angriffsgeschwindigkeit und körperlichen Schaden. Attrappe wirft eine Apparatur... Ach, ja doch, Attrappe wirft eine Apparatur, die für 2,5 Sekunden Gegner um sie herum reizt und dann explodiert. Okay... Gefällt mir, glaube ich, besser als die Giftflasche. Zumindest von der Beschreibung her. Gegner reizen, ich denke mal, die zieht halt Aggro auf sich. Tag des Lebens. Hinzugefügte Ausweichwertungssplitter. Also die haben schon komische Namen hier, die Gegenstände, ne? Schatz des Renegaten. Nicht allen von Ryas Soldaten fehlt ein Gewissen. Oh, gelehrten Eisenstulpen der Hoffnung. Mana verschmolzene Infanterie-Halsberge. Mhm. Mhm. Schlechter Breitschwert der Graupel. Vitaler Infanteriehelm. Okay. Sonneneindringliches Renegatenschild.
Und noch ein Bewegungstempo-Splitter. Was ist das denn hier? Nein, mein Inventar ist voll. Okay. Gehen wir mal zurück ins Lager. Vielleicht sollte ich mir auch hier angewöhnen, gleich schon zu Beginn, nicht immer jeden Krempel mitzunehmen, sondern... Warum tauchen wir denn jetzt hier auf und nicht mehr hier unten? Sondern da auch ein paar Abstriche zu machen. Oder ich muss den Loot-Filter neu einstellen. Ja, komm. So. Intelligenz, Geschicklichkeit verliere ich und Nahkampfangriffsgeschwindigkeit auch. Dafür habe ich aber 24 Rüstung, 7% Widerstand der Leere und 8 Feuerwiderstand auch nochmal. Achso, kann sie nicht mal. Weil Stufe 15 erfordert, ja, alles klar. Nein, 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 nein. Rückkauf. Das war ja... Das muss ich behalten. ...17% erhöhte Lebenspunkte-Regeneration. Ich verliere aber 34 Lebenspunkte dadurch. Lassen wir jetzt einfach mal. Dabei. Hast du neue Gesprächsoptionen? Grail ist irgendwo in Aufgebrauchen, sagte er, hätte etwas im Gebirge gefunden, das Herod helfen wird. Ich dachte mir, das solltest du wissen. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich weiß auch nicht. Eine Art Waffe hat mir nichts genannt. Achso, das kennen wir. Ich muss nur erst sicher sein, dass es bald das gut geht. So, Crafting. Und dann. Ab rein damit, ne? Stacken tut er das jetzt hier nicht, oder? Haben wir schon irgendwas doppelt? Ja, hier, Glyphe der Hoffnung. Sortieren. Er sortiert das aber auch komisch, muss ich sagen. Ja, um die Reiter kümmern wir uns dann irgendwann nochmal. Achso, ich kann hier auch noch was. Funkenschlag hat eine Chance, den Feuerwiderstand des Gegners zu brechen. Der Erstangriff von Funkenschlag verursacht mehr Schaden in einem größeren Bereich. Hört sich doch nett an. Ja, da natürlich, die Gegner alle wieder da, ne? Interessant wäre jetzt noch rauszufinden, ob die Kisten auch wieder da sind. Marodeurkeule. Super, wir haben hier unten ein Portal. Glücksbringendes Rubin-Amulett der Hoffnung. Das ist natürlich auch cool. Hinzugefügter Nahkampf-Kälteschadensplitter, eingestimmte Lederhandschuhe der Funken, Kyromanten-Messing-Zepter der Lethargie. So. Das Amulett würde ich gerne ausrüsten. Blitzwiderstand... Wo war denn das mit dem Loot-Filter? Das konnte man doch hier irgendwo... Beutefilter, da ist er. Filter erstellen. Beutefilter-Grundlagen. So, Moment. Ja, will ich jetzt mal nicht. Neuen Filter erstellen. Wie nennt man das? Kein Schrott?
keine normalen Items. Obwohl normale schreibt man dann. So. Ja, nichts. Nichts. Ach, brauche ich da keine Beschreibung reinmachen. Machen wir mal diese Farbe. Und ein Sternchen. So, Filtersymbol, Filter bestätigen. So. Regeln. Sichtbarkeit. Oh Mann. Farbe auswählen. Beispiel. Oh. Quatsch, das war's doch gar nicht. Also das ist jetzt hier gerade so ein Ding. Bedingungen hinzufügen. Seltenheit, Eigenschaften normal. Sichtbarkeit ausblenden. Hinzufügen. Ausblenden alle normalen Gegenstände. So, das müsste es ja dann jetzt sein, ne? Aber mal gucken, wenn wir jetzt hier so ein bisschen... Azurblaue Lederhalsberge des Lebens. Die rüsten wir mal aus. Heiltrank brauchen wir nicht. Ja, die Kiste ist wieder da und verschlossen. Da stellt sich mir die Frage, ob auch spezielle Truhen wieder verschlossen sind. Erhöhte Gesundheitsregenerationssplitter, Assassinenpoignard. Okay, und noch ein Assassinenpoignard. Ich werde mal da schnell gucken, weil das interessiert mich jetzt. Das finde ich aber kurios, ne? Teleportierst dich wirklich einmal nur aus dem Gebiet raus und hast die ganzen Kisten alle wieder hier verschlossen. Weil dann kannst du ja, wenn du jetzt wirklich eine besondere Beutetruhe findest, farmen ohne Ende. Zerschmetternder Poignard des Steins. Schlechter Bruchschwert. Aber nee, die besondere Kiste, die ist weg. Die stand ja... Nee, da ist er. Die steht wieder da. Okay. Ja, sorry für... dass ich da jetzt nochmal hingelatscht bin. Aber das musste ich jetzt einfach mal wissen. Lebhafte Lederstiefel des Nachwachsens. Hat Lebenspunkte Regeneration drauf. Das gefällt mir. Oh, wir haben einen schönen Bogen hier gefunden, ne? Aber das ist nur ein blauer. Ja. Ah, da kommt wieder einer. Ne, zwei sogar. Ich habe so das Gefühl, ich komme mit der Schurken besser klar, wenn ich sie nicht als Fernkämpferin spiele. Aber das wird sich auch noch zeigen. Im Lauf des Abenteuers. Kriegertag der Reflexion. Oh, da ist ja noch einer. Ich glaube, den sollten wir ausrüsten, oder? Jo. Erhöht auch den physischen Schaden. 6 auf Angreifer reflektierten Schaden hat allerdings der dornbesetzte Tag. Ich mache mit dem anderen aber mehr Damage.
Also mehr Schaden oder Dornschaden? Dornschaden ist aber... So, mit dem habe ich... Ich lasse das Dorn besetzen, mit dem habe ich mehr Leben. Kriegerpike. Wo kommt ihr denn alle her? Ich habe wirklich das Gefühl, ihr respawnt auch so. Also das Gegnerdesign finde ich erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in den meisten anderen Spielen hat man ja so diese typischen Gegnerarten, ne? Skelette, Untote und sowas alles und ja, hier ist halt mal was Neues. Ja, komm raus da. Besudelter Silberring. Oh nein. Ist das die Tochter? Dying Keeper. Es war eine Falle. Die Ospreys haben uns als Köder benutzt. Einen Hilferuf abgesetzt. Sie wollen jeden in einen Hinterhalt locken, der... Ruh dich jetzt aus. Du hast dich gut geschlagen. Informiere jemanden im Lager der Hüter. Machen wir mal gleich. Ich könnte sie natürlich jetzt auch durchs Portal ziehen, ne? Und schon wieder stehen wir hier oben. Ja, ja, danke. So. Ausweichwertung. Feuerbeständigkeit. Mana-Regeneration. Dann machen wir den da mit drauf. Mana-Regeneration brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Oh. Aber die Lebenspunkte bei Tötung verliere ich. Nahkampf, Kälteschaden, Gift, Castgeschwindigkeit und Chance auf Betäubung. Ja. Achso, ich bin ja hier bei Rückkauf. Ich wollte gerade sagen, die Gegenstände kommen mir so bekannt vor. So, sind wieder bei Crafting drin. Rune des Zerschmetterns. Die erste Rune, ne? So, mein Freund. Bitte? Der Hilferuf im Hochland hat sich als Falle herausgestellt. Was? Aber wir haben doch schon Leute geschickt, um das zu tun. Geht es Ihnen gut? Ich habe zu danken. Leider haben die meisten nicht überlebt. Oh, Etera, ich bedauere deinen Verlust. Danke, dass du dich gemeldet hast. Ich muss ihre Leichen bergen, wenn das vorbei ist, sie in den Gärten verteilen. Hier für deine Mühen. Es ist nicht viel, aber ich bin dir dankbar, dass du nachgesehen hast. Du hast mein Mitgefühl. Gold und Erfahrung bekommen. Hat er jetzt noch neue Gesprächsoptionen? Muss mich um Tiere kümmern. Pass auf dich auf. Du auch. Ja. Also mit den Texten, das finde ich schon so ein bisschen schade, dass das anscheinend irgendwie fehlerhaft... Aber sind natürlich, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ne? Dass sie jetzt hier beide wieder da sind.
Oh, oh, oh. Zufluchtshandschuhe der Stille. Keule des Ruhms. Lederstiefel des Ausweichens. So, sie hat noch Gesprächsoptionen. Es war eine Falle. Die Ospreys ruhe dich jetzt aus, ja. Ist nochmal das Gleiche. Stufe... Was? Minimale Fertigkeit? Hä? Tödliche Kadenz. Jeder dritte Nahkampfwurf oder Bogenangriff verursacht erhöhten Schaden. Ausweichen und parieren. Du hast zusätzliche Ausweichwertung und eine Chance, einen Streifhieb zu erhalten, wenn du getroffen wirst. Aha. Agilität. Du hast eine Chance, Hast für eine Sekunde bei einem Treffer zu erhalten und verursachst erhöhten Schaden basierend auf deinem erhöhten Bewegungstempo. Hast Chance bei Treffer 5% pro Punkt, erhöhter Schaden pro 1% erhöhtes Bewegungstempo 0,2 pro Punkt. Ja. Hast ist ein Buff, der das Bewegungstempo um 30% erhöht, nicht stapelbar. Erhöhter Schaden um 1% erhöhtes Bewegungstempo, also pro 1% 0,2%. Oh Gott, ist das kompliziert beschrieben. Oder nicht? Warum kann ich das jetzt nicht steigern? Wir haben doch... Ach so, ich muss hier unten Arklist auch erst aktivieren, damit ich dann das lernen kann, oder wie? Also nicht so wie bei Titan Quest, dass du das quasi... den Meter hier weiter freischaltest und dann hier einfach die Skills auswählen kannst. Das ist natürlich, machen wir erstmal Geschicklichkeit hier nochmal ein bisschen hoch. Schade, ich hätte es gern gelernt, aber... Wenn ich dafür das andere erst noch aktivieren muss... Oh, was haben wir denn da? Was? Strack. Da steht Strack auf dem Sarkophag. Bärenartiger Silberring des Nachwachsens. Der hat Lebenspunkte Regeneration. Wo kann ich ihn jetzt vergleichen mit meinem anderen Ring hier? Das steht nicht da, ne? Würfelwerteinfo, Gegenstand ausrüsten, Gegenstand fallen lassen, Steuerung vergleichen. Okay, erhöht meine Gesundheit. Ich bekomme Geschicklichkeit, Lebenspunkte Regeneration und Feuerbeständigkeit. Würde ich mit dem rechten jetzt einfach mal tauschen. Also ich glaube, liebe Zuschauer, das war eine gute Wahl mit der Schurkin. Huch. Leiterschärpe des Nachwachsens. Hat auch wieder Lebenspunkte Regeneration drauf. Ob man die hier auch so hochgepusht bekommt wie bei Grimdorn, dass man stehen bleiben kann und die Leben sich trotzdem immer wieder regenerieren? Also diese Ballistenblumen hier, ja, die sind nervig. So. Bastardschwert der Lethargie. Pyromanten Leichtköcher. Doch die Landschaften hier echt schön.
Oh. Waldläufer Birkenbogen der Wunden. Das Ding ist doch mal krass, oder? Assassinen Zufluchtshandschuhe der Erneuerung. Die haben auch Regeneration drauf, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Wir machen mal wieder den Bogen. Rüstung Mana, kritische Trefferchance. Ja, komm, rüsten wir aus. Das sind so komische Gefäße, die hier rumstehen, diese Würfelteile. Ha. Ich habe keine Chance gegen mich. Jedenfalls noch nicht. Stoffrüstung der Schildkröte. Okay, haben wir das Gebiet jetzt hier auch... Ich finde es schade, dass ich die Karte hier nicht komplett öffnen kann. Ansicht zurücksetzen. Hier fehlen doch auch Gegenstände, oder? Ach, Quatsch. Gegenstände, sage ich schon. Icons. Sieht so komisch aus. So. Das Ospreys Kriegslager. Und auch hier wieder diese seltsamen Gefäße. Wir können die aber auch nicht zerstören. Schurken in Banditenkleidung des Lebens. Nice. Also mit dem Bogen, das ist schon krass. Die kommen ja meistens nicht mal zu mir ran. Assassinen-Poignard des Blendens. One-Shot. Muss ich wohl hoch. Also mein Ziel liegt irgendwo da oben. Ich werde den Rest des Lagers jetzt aber schnell noch erkunden, bevor wir da hochmarschieren. Azariah!
Besudelte Pike des Blendens. Besudelter Wurzelstab. Ja, ein schöner. Nein! Ich muss wieder teleportieren. Das heißt, die Gegner werden gleich alle wieder da sein. Schade. Wir tauchen aber auch jedes Mal woanders auf hier mit unserem Portal, ne? So. Geschicklichkeit. Und bessere Rüstung haben wir auch. So. Da haben wir ein bisschen weniger Gesundheit und Mana-Regeneration, aber... Quatsch, Mana allgemein, aber trotzdem würde ich das lassen. Die hat auch nochmal Lebenspunkte Regeneration. Mir ist wieder so viele Splitter. Also mein Crafting-Inventar wird hier schnell voll sein, denke ich mal. Alter, was ist das? Schrein der Betäubung, okay. Orians Kriegsausrüstung. Waffen geschmiedet, um die Splitter mit Gewalt zu nehmen. Okay. Orians Pike. Oder Pike. Ja, ich glaube, das heißt Pike, ne? Zerreißen Schlägel des Steins. Bastardschwert. Aber leider kein Bogen, schade. So, ich glaube, über die Brücke brauche ich nicht. Auf der anderen Seite waren wir nämlich schon. Das heißt, wir können jetzt nach oben zu unserem Ziel. Oh, was haben wir denn da? Schönes, ein Zepter. Fackel des Brandstifters. Nach Rayas Willen wird diese Stadt brennen. Ja. Das hätte auch ein Bogen sein können, ehrlich. Kommandanten Leichtköcher der Wunden. Hat auch nochmal Lebenspunkte bei Tötung. Das ist ja interessant. 7% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, 11% Chance auf Blutung, 10% erhöhter Dienerschaden und 2 Lebenspunkte bei Tötung. Dienerschaden. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir mit dieser Klasse hier irgendwann Diener haben werden. Das wäre ja auch nice. Was, Lederstiefel des Nachwachsens? Die müssten doch, glaube ich, dann Lebenspunkte-Regeneration drauf haben, ne? Bei dem Namen. Schauen wir gleich mal.
Aber mir fehlt hier unten irgendwo eine Taste fürs Inventar, dass ich da... Ich klicke da mal gerne drauf. Ja, erhöhte Lebenspunkte-Regeneration. Haben die anderen aber auch. Ah, ich lasse sie. Nee, das waren die doch gar nicht. Oder? Doch. Bin fort mit euch. Ich hatte euch eigentlich alle schon besiegt. Ach, schon wieder so einer. Feuerbeständigkeitssplitter. Ob es hier auch Armbrüste gibt als Waffe? Stufe 11, yay! Wir sind auf dem richtigen Weg. So. Banditenkleidung des Ausweichens. Ja, ich wollte sowieso jetzt schnell ins Lager. Wieder ein bisschen was verscherbeln. Schon wieder so weit ab vom Schuss hier. So, den, diese besondere Waffe würde ich gleich mal einlagern. Wie viel Gold würden wir denn bekommen dafür? 500. Das klingt auch wie so eine Obergrenze. Das gab es bei Diablo damals auch, ne? In jedem Akt gab es so eine Obergrenze für Gold, die du fürs Verkaufen von Ausrüstung bekommen hast. So, Crafting. Ich würde ja ganz gerne mal Crafting machen mit meinem Bogen, aber ich habe, wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, was ich da reinpacken muss. Achso, einen Stufenaufstieg hatten wir ja auch noch, genau. Machen wir nochmal Angriffsgeschwindigkeit. Lohnt sich ja bei der Klasse extremst. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, von da sind wir ja gekommen. Ich werde jetzt nicht nochmal da zurück und die Gegner besiegen, weil das ist ja eine endlose Aufgabe. Wir werden jetzt gleich weitergehen. Ach, guck mal, da oben sind auch schon wieder welche erschienen. Kommen die jetzt her? Der Gipfel! Moment. Ah, sorry. Ich kann noch immer fühlen, wie mich die Flammen versengen, mir Flügel und Auge stehlen. Und doch sah ich es. Die Flammen der Prophezeiung enthüllten, dass diese Ratten einen Schatz versteckten, einen, der mächtiger war, als es sich irgendjemand vorstellen konnte. Jedes gesammelte Objekt war ein Schritt in Richtung dieses Moments. Die Epoche wird das Glanzstück meiner Sammlung sein. Wenn ich das Raya präsentiere, diese Macht, wird er endlich verstehen, wie würdig ich bin. Was ich geopfert habe, alles für ihn.
Okay. So, ich würde mal sagen, mit diesen Worten beende ich die Folge. Ja. Und dann schauen wir in der nächsten Episode, wie es hier weitergeht. Wir sind jetzt auf dem Gipfel und hier ist auch das Questziel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier noch kommt, also ich möchte die Folgen immer nicht zu sehr in die Länge ziehen, weil wir sind jetzt hier schon bei einer Dreiviertelstunde wieder angekommen, obwohl mir das wirklich so Spaß macht, dass ich gerne noch weitermachen würde. Aber das heben wir uns auf fürs nächste Mal. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.